Anwendungen präsent, zum Beispiel in Chipkarten fürs Telefon oder das Handy. Der Rechner selbst ist winzig, kleiner als die goldene Kontaktfläche, die ihn mit der Außenwelt verbindet. Trotzdem enthält der Chip einen kompletten Computer mit Prozessor, Speicher, Ein- und Ausgängen. Ein schneller Prozessor ist hier deshalb nicht das Maß aller Dinge, weil jeder Mikrocontroller für einen ganz bestimmten Zweck gebaut wird. Seine Aufgabe steht von Anfang an genau fest und ist nicht zu kompliziert. Doch auch in der Chipkartenproduktion kommt Hightech zum Einsatz. Denn ein großes Problem waren bisher die mechanischen Eigenschaften von Silizium. Es ist spröde wie Glas. Eigentlich. Um die flexiblen Eigenschaften des Wafers zu erreichen, dünnen wir diesen Wafer auf eine halbe Haardicke. Die Schwierigkeiten dabei sind, eine absolut plane Oberfläche, eine spiegelblanke Oberfläche zu erreichen und sehr, sehr enge Toleranzen einzuhalten. Die Chipkarte ist heute als schützende Hülle für den eingeschweißten Mikrocontroller noch unabdingbar. In Zukunft kann jedoch ein unzerbrechlicher Chip in praktisch jedes Wertdokument integriert werden. Aktien, Schecks oder Banknoten erhalten so völlig neuartige, schwer zu fälschende Sicherheitsmerkmale. Da der winzige Chip mit einer Antenne verbunden ist, können diese Sicherheitsmerkmale, zum Beispiel eine Nummer, sogar drahtlos ausgelesen werden. Doch nicht nur der Mikrocontroller selbst sorgt für mehr Sicherheit. Auf der Chipkarte der Zukunft kommen auch biometrische Sensoren aus Silizium zum Einsatz. Zum Beispiel ein Fingerabdrucksensor. Bei jedem Gebrauch vergleicht der Chip den Abdruck des aktuellen Benutzers mit dem gespeicherten Sollwert. Nur bei Übereinstimmung erfolgt der Zugriff auf das Guthaben. Um einen Fingertippsensor aus Silizium auf eine flexible Chipkarte aufzubringen, war es notwendig, diesen Chip auf bis zu 50 Mikrometer herabzudünnen. Das entspricht in etwa der Dicke eines Haares. Erst bei dieser Dicke kann der Siliziumsensor die Bewegungen der Chipkarte mitmachen. Die Karte wird sogar über ein LCD-Display verfügen. Damit können Guthaben und Transaktionen besser überblickt werden. Für eine Geldkarte genauso praktisch wie für eine Telefonkarte. Die Ziffern der Anzeige bleiben selbst ohne Strom ablesbar. Den Einsatz in einer Chipkarte verdankt auch das Display seiner Flexibilität. Statt aus Glas ist es aus Kunststoff. Könnte Kunststoff sogar für den Prozessor selbst das Material der Zukunft sein? Schon heute werden im Labor Chips auf Kunststofffolie aufgedruckt. Bisher sind allerdings nur relativ grobe Strukturen möglich, deren Leistung meilenweit von Silizium entfernt ist. Doch die einfache Herstellung ist bestechend. Universität Hannover. Am Institut für mikroelektronische Systeme wird an innovativen Prozessorarchitekturen geforscht. Besonders vielversprechend ist ein Ansatz mit veränderbaren Prozessoren. Musik
Für die nahe Zukunft planen wir den Aufbau dynamisch rekonfigurierbarer Systeme. Das sind Chips, die ihre Hardwarestruktur dynamisch an die Anwendungen anpassen können. Stellt man sich einen herkömmlichen Prozessor wie ein Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe vor, wäre ein dynamischer Prozessor ein kompletter Werkzeugkasten mit unterschiedlichen Befehlen für unterschiedliche Aufgaben. Ein dynamischer Prozessor könnte sich in Sekundenbruchteilen umkonfigurieren und seinen Befehlssatz dem jeweiligen Problem anpassen. Er würde also für jede Aufgabe anders aussehen und damit immer optimale Performance gewährleisten. Auch die dritte Dimension soll erobert werden. Aus flachen Chips werden 3D-Prozessoren, deren Elemente in Schichten übereinander liegen, wie die Etagen eines Hauses. Durch das Design des Chips auf mehreren Ebenen erreichen wir wesentlich höhere Packungsdichten und damit kürzere Verdrahtungslängen, und das führt zu kürzeren Laufzeiten der Signale in dem Chip. Der Chip würde also schneller und kleiner, ohne dass die Transistoren selbst kleiner werden müssten. Darüber hinaus könnten die einzelnen Ebenen aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei heutigen Chips unmöglich. Die extrem komplexe Verdrahtung und die Ableitung der Hitze durch die Ebenen bereiten jedoch noch Probleme. Die Chip-Technologie ist noch lange nicht ausgereizt. Doch ihre zunehmende Komplexität könnte zum Problem werden. Unserer Ansicht nach ist das größte Problem das sogenannte Design Gap, das uns sagt, wir können zwar sehr komplexe Schaltungen in Zukunft fertigen, Größenordnung von Milliarden von Transistoren, die wir auf einen Chip bringen, aber wir müssen es auch in sinnvoller Zeit, in kurzer Zeit, die Produktlebenszyklen werden ja immer kürzer, entwerfen können. Und entwerfen können wir nur in beschränkt großen Teams, die können auch nicht sehr viel größer werden als 100, 200 Ingenieure vielleicht. Und wir dürfen es eben nur vielleicht in 6 Monaten erledigen. Die Frage ist, wie geht das überhaupt? Letztlich geht das natürlich nur durch Automatisierung. Und unser Ziel ist, den Entwurfsvorgang vollständig zu automatisieren. Davon sind wir ein ganzes Stück entfernt. Der Mensch mit seiner Kreativität ist heute in vielen Schritten nach wie vor gefordert. Wir sind aber dabei, fast alle Schritte der Automatisierung zugänglich zu machen. Eine Herausforderung ist ebenfalls die Software, die wir dafür brauchen, denn es handelt sich alles um Softwareprogramme, die unsere Werkzeuge sind. Und die wachsen in ihren Möglichkeiten und in dem, was sie tun, mit der Komplexität unserer Schaltungen. Und das heißt, diese Software ist keineswegs ausgereift, sondern das ist im Grunde experimentelle Software, die auch immer noch Fehler hat. Und das heißt, die entwerfen mit fehlerhafter Software möglichst fehlerfreie Chips. Und das ist nicht so leicht. Ohne menschliches Zutun könnten intelligente Prozessoren in Zukunft per Software neue, immer noch komplexere Prozessoren entwerfen. Und diese wiederum neue. Eine Spirale, die sich unendlich fortsetzen ließe. Der Komplexität wären kaum noch Grenzen gesetzt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter dreisat.de/hightech. Medienkünstler aus